Andreas von grünundgesund.de. Heute mache ich mich für euch auf die Reise zu einem echten Wasserexperten, Erich Meidert aus München. Denn es geht um eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, und zwar die Frage: Andreas, wie kann ich rausfinden, was für eine Wasserqualität eigentlich bei uns zu Hause herrscht? Denn es gibt immer die Angst, und man hört ja immer so viel, auf der einen Seite das Wasser ist so gut, auf der anderen Seite, dass das Wasser belastet ist. Und das hängt natürlich auch davon ab, wo man wohnt. Das ist unterschiedlich, die Qualität. Und deshalb habe ich gedacht, ich nehme eine Wasserprobe von mir zu Hause, eine aus Düsseldorf und eine Wasserprobe aus München. Und die werden wir beispielhaft mal unter die Lupe nehmen. Erich Meidert hat mir das angeboten. Und ja, wenn ihr möchtet, kommt einfach mit. Und es lohnt sich mitzukommen, denn Erich hat eine ganz besondere Überraschung uns versprochen. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Also, auf geht's nach München. So, ich bin angekommen bei Erich Meidert. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Erich. Gerne. Das freut mich. Gerne. Und das Wasser habe ich natürlich mitgebracht, einmal von uns zu Hause hier. Das Wasser, dann habe ich in Düsseldorf am Flughafen eine Wasserprobe mitgenommen und in München, als ich gelandet bin, auch noch eine Wasserprobe. Und die will ich jetzt gerne hier einmal testen. Denn die Frage ist ja, ist unser Wasser wirklich so sauber und wie kann ich das rausfinden? Und ich denke, da bist du ein echter Experte. Du beschäftigst dich schon sehr lange mit Wasser und Wasserqualität und Wasserfiltern. Was kann ich tun, um herauszufinden, ob das Wasser bei mir zu Hause eine gute Qualität hat? Viele Jahre beschäftige ich mich damit. Viele Monate sind vergangen. Definitiv, das Erste, was du gesagt hast, stimmt, sauberes Wasser. Wie sauber ist unser Wasser? Grundsätzlich herrscht eine Meinungsvielfalt. Was ist gutes Wasser, was nicht? Für mich ist das Wichtigste, Wasser muss sauber sein. Wasser ist ein Transportmittel, ein Versorgungsmittel und ein Entsorgungsmittel. Wasser muss mitnehmen und muss transportieren. Und da kann man mit einem ganz, ganz simplen, einfachen Messgerät für 25 Euro, kann man mal messen, wie viel leitende Stoffe drin sind. Zum Thema Mineralien kommen wir gleich noch. Gell? Okay. Weil wir das können ja testen, was drin ist im Wasser. Genau, weil grundsätzlich orientieren wir uns an der Natur. An dem, welche Qualität hat Wasser in unberührter Natur, wo noch kein Mensch dort war. Und was trinken Hunde? Denn es gibt keine besseren Wassertester als Hunde. Ja, die haben ja bekanntermaßen sehr guten Spürsinn. Die haben den Spürsinn. Rauschgifthunde. Ja, genau. Und beim Tsunami kam kein Wildtier ums Leben. Und die Frage ist, warum trinkt ein Hund lieber aus der Pfütze als Leitungswasser? Warum würde ein Hund praktisch niemals Mineralwasser trinken? Was ist da los? Und warum gibt es auf der Welt kein Messinstrument, das der Sensorik der Tiere nahe kommt? Okay, also jetzt weiter. Jetzt hast du ein Gerät. Jetzt habe ich ein Gerät. Das heißt genau. Ein TDS. T heißt total, D dissolved, also gelöst. Ein Glas und S heißt Stoffe. Ja, genau. Das sind so Testgläser. Und jetzt probieren wir mal von du. Bist ein Landei, glaube ich. Genau, ich wohne zwar in Kölner Großraumregion, aber es ist doch recht ländlich. Es heißt, dass das Wasser gut ist. Es heißt überall, tu es mal da rein. Es heißt überall, Wasser ist das Beste. Unser Wasser ist, recht. Stellen wir es dahinter gleich. Dann sehen wir es gleich, dann das Düsseldorfer. Genau, ganz flott. Und dann Europas bestes Wasser, das Münchner Wasser. Heißt es, so sagt man. Das ist immer. Ja, egal wo ich hinkomme in der Republik, jeder sagt, ja, es heißt doch, man sagt, unser Wasser ist das Beste. Okay. Überall, in Berlin, in Stuttgart, in Köln, Hamburg, egal wo, ja, unser Wasser ist das Beste. Also, mein Zuhause, Kölner Großraum, eher ländlich, Düsseldorf und München. Dieser TDS-Messer ist jetzt dreimal die Null, der zeigt an, wie viel leitende Stoffe drin sind, wie viel Teilchen. Jetzt lassen wir noch hinten an, gut oder böse, das sehen wir gleich. Weil klar ist eines, vom Himmel regnet es reines Wasser. Die Eskimos müssen ja alle Mangelerscheinungen haben, weil die trinken ja eigentlich und uneigentlich Schnee, reines Wasser. Also destilliertes Wasser quasi, oder nahezu? Ja, nahezu destilliertes Wasser. Was hätte jetzt ein Wasser, das vom Himmel kommt, was würde das anzeigen? Zwischen 0 und 10. Zwischen 0 und 10, jetzt steht noch 0. Jetzt steht 3 mal 0 und jetzt liest du runter. Okay, jetzt kommt von uns zu Hause das Wasser und er sagt 95. Ist das ein guter Wert oder ein schlechter Wert? Ganz ehrlich, sehr guter Wert. Sehr guter Wert. Ja. Das ist doch schon mal super. So, jetzt schauen wir mal Fortuna Düsseldorf, zweite Liga. Düsseldorf. Oh, 332. Das ist jetzt krass. 332. Und jetzt Europas bestes Wasser. So München. Sagt man. München. So heißt es auf Bayerisch. Moment. Es ist zumindest was besser. 263. Interessant ist eines. Ich teste ja
15 Jahre schon, das Münchner. Ja. Es wird immer mehr. Tatsächlich, ja. Ja, warum? Ist wieder was anderes, starke Regenfälle und solche Dinge. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, was ist halt in den Leitungen? Und auch da sehe ich immer verschiedene Qualitäten. Ich habe hier zum Beispiel, schau her, da habe ich verschiedene Wasser. Was ist das jetzt genau? Ja, das ist ja alles ganz wertvoll, das wissen wir jetzt nicht so genau. Schau, hier ist ein Rohr vorher. Ja. Und das ist dann hernach. Was sind das jetzt für Rohre, die du uns hier zeigst? Das sind Leitungsrohre aus dem Wasser. Das ist Leitungswasser, ja. Genau, und hier habe ich zum Beispiel aus der... Das kann man, glaube ich, ganz gut zeigen. Also hier ist etwas... hier drin, das gehört nicht zum Rohr, nehme ich an, dass das hier drin nee, ist. Nee, das sind alles wertvolle Mineralien, sogenannte wertvolle Mineralien. Man könnte auch sagen Salze und Mineralien, da kommen wir auch noch drauf, dieser wesentliche... Ja, kann ich mehr Zeit hier im Rohr ab. Ja, okay. Definitiv. Du kannst also sprich, dann kann ich einfach sehen, es ist im Wasser definitiv mehr drin als nur Sauerstoff und Wasserstoff. Also der große Diskussion ist Mineralien. Wir brauchen doch wertvolle Mineralien. Da komme ich dann explizit noch drauf zu sprechen. Das Thema, ist ein Mineral ein Salz oder ist es aus der Photosynthese gewonnenes Mineral aus Obst und Gemüse? Okay. Das ist ein großer. Das sind die Stoffe, die sich sozusagen hier ablagern mit der Zeit. Genau, oder sowas wie hier, schau. Das ist also auch aus München. Mal die Kamera hier. Das ist ein 20 Jahre alt V4 Edelstahlrohr. 20 Jahre alt? Aus der Stadt München. Man kann noch nicht mehr durchgucken. Ja, darum habe ich es ja bekommen. Ich habe immer meine Zulieferer und die schicken mir immer. Wahnsinn, also hier. Da kriege ich immer wieder. Ablagerung. Und das Thema ist natürlich auch in der Trinkwasserverordnung, ist eindeutig geregelt, Wasser, das länger als 4 Stunden steht, sollte man nicht trinken. Aha. Also, wenn du heute eine amtliche Trinkwasserprobe hast, dann machen die einmal den Perlator runter. Weil Perlatoren sind natürlich millionenfach verkeimt. Das ist der Perlator. Ja. Das zweite ist, dass das Wasser abgeflammt wird. Frage, flammst du jeden Tag ab? Nein. Das dritte ist natürlich, dass das Wasser mindestens 2 Minuten läuft, so bis es ganz kalt ist. Jetzt haben wir aber das Thema Wassersparen im Kopf. Mhm. Und das Wasser, das aber hier drinnen steht, es sollte wirklich kalt sein, dann kommt's. Weil der Gesetzgeber hat die Verpflichtung nur bis zu deinem Hauswasser Zugang. Und danach ist es in Gottes Hand, damit in deiner Hand natürlich. Ja, da werden verschiedene Aspekte jetzt genau drin, einmal die Mineralisierung drin, einmal die Wasserqualität. Und wir sehen jetzt eindeutig hier zum Beispiel 94, genau, 300. Ich habe festgestellt, wir haben definitiv Unterschiede. Man sieht es im Wasser erstmal nicht an. Ja. Wir sind ja... Tja, also schon sehr krass, würde ich mal sagen. Das ist ein heftiger Unterschied. Ja, also man sieht jetzt quasi viermal so viel drin wie in diesem Wasser. Genau. Und jetzt ist halt die Frage, ist es wirklich so gut, was da alles drin ist? Dann gibt es noch einen kleinen weiteren Schnelltest. Was haben wir jetzt hier? Ja, das ist ein 6-in-1 Test. Da sehe ich vor allem, ist ein Wasser mit Nitrat belastet, mit Nitrit. Wie hart ist das Wasser? Weil hartes Wasser wird von Wissenschaftlern, von Nobelpreisträgern auch gegeißelt. Weil hartes Wasser halt sehr viele... Was heißt hartes Wasser genau? Das zeige ich dir gleich. Du siehst hier nur im Ergebnis, im sogenannten Schnelltest, dass diese Wässer unterschiedlich sind. Okay, ich habe jetzt hier 6 Faktoren, hier sind sogar mehr, sind 4, 5, 6, 7 Sachen, die hier getestet werden. Genau, richtig. Ich mache jetzt zum Vergleich noch, jetzt sage ich mal, ein Wasser von uns einfach hochgebrezelt. Das fällt mir jetzt was spontan ein. Das ist jetzt ein von... Eins von uns, von Mr. Waterwasser, nur damit man einen Unterschied sieht, ohne dass man da groß rumtun. Aber du siehst hier, die oberen Parameter, da geht es um Nitrat, Nitrit, da ist praktisch nichts drinnen. Das zweite Skala ist die Härte, das heißt die Härte. Und da siehst du hier an diesem einfachen Gerät, die Fische, weißt du, die Fische, die sind ja Süßwasserwesen. Wir Menschen sind auch Süßwasserwesen. Wir haben auch 70% Wasser. Der Fisch... Ich sage oft, der stirbt, der Mensch, der geht zum Doktor. Aber da siehst du hier, die müssen schon ihre Wasserqualität und hartes Wasser ist für einen Fisch natürlich absolut ein Debakel. Da siehst was du diese, sagt uns jetzt das Ergebnis hier? Das ist Mittel. Zum Beispiel 94 TDS, das ist ein weiches Wasser. Das ist ein weiches Wasser. Ähnlich schon, schau her, wie man uns das da ansieht, das hat nicht so viel. Hier, genau. Wenn man die nebeneinander hält, dieser genau Test, das ist schon fast ähnlich hier, die beiden. Ja, genau. Und da siehst du dann, jetzt wenn ich das Wasser zum Beispiel auch noch schnell messe, da sehe ich, von uns jetzt, das habe ich 70. Mhm. Also ist es nicht so weit entfernt. Drum wohnst du sicher in einer Gegend, die super ist, wo noch nie viel Industrie war, garantiert nicht. Also wahrscheinlich, wo Fuchs und Hase sich gut nachziehen. Ja, in die Richtung geht's. Okay, genau. Also, hier sieht man hier aber, es ist jetzt mehr lila, das heißt, hier sind... Härter.
Und genau. Härte heißt jetzt konkret, was genau, ist da hartes drin? Wasser. Was ist mehr drin? Hartes Wasser. Wir haben Mineralien, Salze, Steine. Okay. You never know, man weiß es nicht. Aber ich komme dazu, zu dem Thema hartes Wasser, und zwar ausdrücklich, weil jeder erzählt mir, ja, unser Wasser ist ja so gut, aber es ist halt so hart. Und hartes Wasser von Charles Mayo, Erfinder des Cortisons, der Computertomographie, der Herz-Lungen-Maschine, der geißelt hartes Wasser. Also hier ist ein Wasser mit ein typisches Mineralwasser, wo wir destilliert haben, ein Liter, und das ist der Rückstand, der Trockenrückstand. Mhm. Und man sieht, es löst sich ganz, ganz schlecht. Also ein gewisser Teil löst sich auch, aber es gibt noch ganz viel unten Ablagerung, die jetzt hier rumschwimmt. Und da habe ich jetzt nochmal zum Beispiel Mineralwasser. Ein anderes Mineralwasser. Andere, wenn ich es jetzt schüttel. Ja. Die Frage ist, ist das gut? Wenn du schaust, was da rumschwimmt, das ist ja nur ein Liter. Du brauchst so ganz viel unten drunter, was jetzt hier rumschwimmt. Was sich nicht löst. Die Frage ist, geht es wirklich in die Zelle? Und es gibt keinen Nachweis, dass Mineralwasser wirklich 100% safe verfügbar ist. Das heißt, wenn ich Wasser destilliere jetzt, dann kann ich hierüber erkennen, was jetzt... Dann siehst du den Trockenrückstand, ja. Genau. Okay. Und da gibt es halt verschiedene. Das ist zum Beispiel eins aus dem Bio-Laden, wo die Leute sehr heftig kaufen. Oh, das ist ziemlich viel hier, ja. Genau, also da wird ein riesen Hype gemacht von dem Wasser. Wenn du jetzt das anschaust. Mal gucken, wir dürfen den Namen nicht sagen, aber ich kenne es ganz klar. Interessant, ja. Ja, ja. Und so gibt es halt, ja, viele Wege führen nach Rom. Und nochmal, alle Parameter müssen halt passen. Ja. Nicht nur, das hat vielleicht, wo ich dir gerade gezeigt habe, das hat eine gute Frequenz, aber es hat einfach viel zu viel Fremdstoffe. Mhm. Und Wasser aus der unberührten Natur, aus der Hochgebirgsquelle, das ist sauber, das hat eine hohe Energie und es lebt. Es ist lebendig. Aber aus der Flasche, wie beim Gips, ist natürlich ja. Ein bisschen toter. Jetzt haben wir ja einige Sachen ja getestet. Genau. Gibt es noch irgendwas, was wir testen? Ja, also was wir immer machen, ist so ein Schnelltest, auch wieder für Schwermetalle. Das ist ein Schnelltest, wo ich sagen kann... Schnelltest für Schwermetalle. Ein Schnelltest für Schwermetalle. Ich tue das hier für die Kamera ein bisschen. Da müssen wir das so aufmachen. So. Dann machen wir mal vielleicht der Flughafenwasser. Wenn es grün ist, ist es okay, und die anderen Farben zeigen... Dann ist es im Neutralbereich, genau. Die anderen Farben zeigen an, dass diese Stoffe drin sind, ja? Genau, jetzt machen wir erstmal die Neutrallösung. So, das ist jetzt grün. Mhm. Das ist okay. Grün. Und der Schnelltest ist das Schöne daran, dass es schnell geht. Das funktioniert also. Genau, jetzt machen wir vielleicht noch einen zweiten dazu. Jetzt machen wir mal dein Düsseldorfer Wasser. Das Düsseldorfer Wasser, das haben wir. Und dein Homewasser. Hier ist das Düsseldorfer Wasser. Genau, machen wir da schnell. Sollen wir hier reinschütten? Halt, nein, stopp. Die Testlösung muss mit dabei, oder? Ja, wir machen jetzt zwei Tests. Machst du das am besten hier? Ja, genau. So. Da ist das da. Heute muss ich zwei. Den lasse ich da, dann noch im anderen Verschluss. Also jetzt haben wir zweimal die grüne Lösung, gell? Das ist klar zu sehen. Und wenn sich dann natürlich was verfärbt, dann sehen wir, da ist eine Belastung liegt vor. In welcher Höhe kann man nicht sagen, aber es ist halt ein Schnelltest. So, jetzt mache ich, das ist dein Homewasser, gell? Nee, ich weiß, das war das Düsseldorfer. Das war das Düsseldorfer, ja, genau. Das ist das Düsseldorfer. So, jetzt machen wir es so. So, rechts, da beginnen wir hier. Homewasser. Und Düsseldorfer Wasser. Genau. Bin ich immer gespannt. So, schauen wir mal. Schüttel. Und hier, Home. Sweet Home. Müssen wir ein bisschen warten, ob es so bleibt. So. Also ich sehe jetzt am Anfang schon, dass sich bei Düsseldorf ein bisschen ein kleiner Unterschied ergibt. Okay. Oben habe ich jetzt was Grünes. Jetzt schauen wir mal nochmal die nächste. Wenn ich mehr verdünne, habe ich wieder andere Konzentration, da kann ich oft was feststellen. Also es sollte durchgehend grün bleiben. So. Okay. Also was wir sehen, schau, Andreas, ist schon definitiv, dass ein Unterschied da ist. Also deins, wie alt sind die Leitungen bei dir? Oh, 5 Jahre. Das dürfte nicht sein. Also irgendwo ist da, es ist nicht 100% perfekt. Und da ist auch, also es müsste grün sein, definitiv. Also mit grün habe ich hier gar nichts zu finden. Jetzt sage ich mal in einem Bereich zum Beispiel Cadmium. Cadmium waren ja immer die Steckverbindungen. Die sind erst vor 13 Jahren verboten worden. Du weißt halt nicht, was es ist. Es sind auch sehr oft die Hähne. Die Auslässe, die mit Nickel-Chrom-Verbindungen da irgendwo reagieren,
aber es ist definitiv beide Wässer. Was müsste jetzt passieren, damit ich sehe, dass etwas drin ist bei dem? Ja, hier, das hat sich verfärbt. Es muss grün sein. Sich verfärbt. Hier ist aber, jetzt ganz oben noch ein bisschen grün. Ja, aber deins ist auch nichts Besonderes. Aber die grüne Farbe ist solche. Das ist jetzt nicht, was ich sehr oft habe, ist Zink und Blei. Mhm. Das ist eigentlich das meiste. Aber diese beiden Wässer sind nicht okay. Also du hast irgendein Thema drinnen bei dir daheim, was mit Schwermetallen zu tun hat. Okay. Ich kann die Dosierung nicht feststellen, aber mit dem reinen Wasser. Man sieht aber, dass etwas drin ist. Also hier sieht man so irgendwie eine leichte Orangefärbung, genau, jetzt hier oben drin. Richtig. Wir können natürlich jetzt, wenn wir das so sehen, machen wir natürlich jetzt nochmal einen Test mit, sage ich mal, mit unserem Wasser einfach. So. Jetzt nehme trotzdem den. Also hier ist jetzt ein bisschen rötlich hier oben sogar. Ne? Ja, das geht dann. Ich mache das jetzt rein. Wie gesagt, die Kappe, ich schüttel es jetzt so. Da siehst du jetzt das Grün, gell? Ja. So, und jetzt nehme ich einfach aus meinem Glas oder das, wo du getrunken hast. Das war hier, habe ich rausgetrunken. Ich nehme jetzt einfach von dir eins. Dass du schaust, wenn du im Schicksal ins Auge schaust. Nochmal eins? Ja. Gib mir's noch, dann muss ich nämlich zwei nachmachen. Also, die sind halt einfach, wie gesagt, es gibt viele, 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 viele Tests. Und für gutes Wasser muss einfach alles passen. Schau her. Mhm. Siehst du den Unterschied? Ja. Feel the difference. Das ist grün, ja. Genau. Siehst du? Schau. Das ist der Unterschied. Mhm. Und da sage ich halt auch, also sprich, im Prinzip Fremdstoffe. Sowohl das Düsseldorfer als auch das von mir zu Hause, beide sind mit Schwermetall. Da ist irgendwo der Hund begraben. Also, ich kann nicht sagen, in welcher Dosierung, aber du siehst das kinesiologisch, du siehst das da, du siehst das von den Fremdstoffen, von vielen Parametern. Erich, du hast mich jetzt hier mitgenommen in dein Filtermuseum, das ist auch sehr spannend. Es gibt ja sehr, sehr viele Geräte am Markt und die Frage ist immer, was können die Geräte, wo sind die Unterschiede? Das ist Wahnsinn, was du hier alles stehen hast. Sag uns doch mal ein bisschen was dazu. Also ich wäre froh und dankbar, wenn es so einfach ginge, wie es oft beschrieben wird, wie ich es lese, nur mit Energetisierung oder nur mit einem Aktivkohlefilter oder nur mit einer Osmoseanlage. Das hast du ja gesagt, also im Prinzip ist es gut, wenn man die ganzen... Da wäre ich froh, wenn es so einfach wäre. Und das ist ein Kuriositätenkabinett. Ja, es ist gut, wenn man die ganzen verschiedenen Aspekte betrachtet, ja, wenn man Wasser reinigen will. Also ich kann zu jeder Maschine schon Geschichte erzählen, mehr oder weniger. Wie viele Geräte hast du hier? Ich weiß nicht, aber der Wert ist sicher sechsstellig. Oh, was kostet zum Beispiel so ein Energetisierungsmodul einer Firma kostet 2000 Euro. Wenn ich das aufmache, wie gesagt, die habe ich halt untersucht. Du guckst das alles an, das schaue ich mal an. Das schaue ich mir halt an und untersuche das nach verschiedenen Kriterien. Oder sag halt zum Beispiel, so sind so Maschinen hier, die nur auf Edelstahl abfahren. Ja, was ist wirklich dahinter? Ist das wirklich Schauberger? Oder hier so Energetisierungsmodule gibt es halt, wo man sagt, dann kommt Quellwasser raus, aber ohne. Oder hier solche Filteranlagen mit einem einfachen Filter und Wirbel. Ja. Du nimmst die wirklich alle auseinander oder schraubst die auf und guckst ja, klar, genau. Oder wir prüfen halt die Materialien und dann siehst du halt, wo sind die Schwachpunkte, weil Wasser ist ja gnadenlos. Das sucht sich immer den schwächsten Punkt. Und wenn du da zum Beispiel hier sowas nicht eingesteckt hast, so ein kleines Modul, wie es hier drin hat, dann hast du dann irgendwann nach 2, 3, 4 Jahren der Materialermüdungen. Und der Klassiker sind halt oft solche Filterkartuschen, die musst du reinschrauben und dann nach 2, 3 Jahren, schau mal, siehst du das? Ja, ist kaputt. Das beginnt so, ja. Und dann hast du halt auf einmal... Hast du halt dann das in der Hand. Oh ja. Weil du musst es zuschrauben, du hast so einen Dichtungsring und so ist es halt gekauft, ist es schnell, ist auch dann ganz günstig, aber ich warne vor Materialermüdungen nach 3, 4 Jahren. Ja. Und da gibt es halt Billigprodukte, wobei die Hightech und die Hochpreisprodukte überhaupt nicht besser sein müssen. Das ist immer eine Frage der Vertriebsform. Wir haben keinen einzigen Außendienstler, weil das kostet dich am Ende 70%. Klar, wenn ich jemanden habe, der im Vertrieb arbeitet, die müssen alle bezahlt werden, die arbeiten hier wirklich... Der wird nur bezahlt, wenn er verkauft und sonst nichts. Die guten Vertriebsleute erzählen dir Wundersachen und die schlechten forschen nur nach, die können nichts verkaufen. Ja, das erklärt, warum wirklich die großen Preisunterschiede da noch sind. Bei gigantisch. Geräten. Ich kann da Anlagen zeigen für 70 Dollar, die für 3000 Euro verkauft werden. Unterschied ist nur das Etikett, definitiv. Wahnsinn. Oder das... Filter verkürzt werden oder so Spielchen. Aber da ist eine Vielzahl und jeder erzählt dir dasselbe. Du kennst also wirklich auch die Stärken und die Schwächen. Jeder sagt dir, ich habe Quellwasser. Ja. Was ist denn jetzt gut oder schlecht? Die Frage ist, wie kriege ich mein Wasser denn überhaupt jetzt sauber? Also wie setze ich da an? Also sauber kriegst du es nur mit einer Umkehrosmose. Mhm.
Das ist leider nicht anders machbar, nicht mit deinen verschiedenen Filtern. Du hast Abwasser und du musst das Wasser reinigen mit einer Osmose, dann ist es zwar tot, aber es ist wenigstens sauber. Sauber tot, zum Trinken würde ich es nicht, aber in der Natur kommt es halt vor. Und da können wir halt einfach schauen und da hat der normale Konsument das Riesenproblem, dass er jeder seine Anlagen eben anpreist und sagt, ich habe das tollste, beste, ich habe das mit dem Schnapperl, ich habe das. Also egal wie, das kostet 150, das kostet 1500 Euro, also ganz verschieden, Vielfalt und jeder erzählt ja letztendlich das Gleiche und da ist auch schon mal eine Schwierigkeit drin, eine Herausforderung, aber Schlüssel 1, sauber machen, von Fremdstoffen befreien und zwar von allen Fremdstoffen. Also da soll ich darauf achten, dass ich erstmal Osmose... Genau, Stufe 2 sind wir dann wieder hier. Das Wasser energetisieren. Und in meinen Forschungen hat sich halt ergeben, dass ein Wasser, das vielleicht nur einmal oder zweimal nicht so ist, wie wenn ich... Das sind diese Dinger, die kann man sich an den Wasserhahn dran machen. Genau, solche Dinger, genau, kann man wirbeln. Und meine Erfahrung zeigt mir halt, Wasser in der Natur wirbelt 10 Kilometer, hat auch einen guten pH-Wert dann und nicht ein, zwei Drehungen und es ist alles wunderbar. Also Wirbelung hilft, aber... Das ist zu wenig. Mir ist zu wenig. Das ist meine Erkenntnis. Und das kann man drehen. Natürlich wäre es schön, wenn es so einfach wäre. Aber in der Natur ist es halt einfach unendlich. Und ich kann es ja auch wieder messen. Wie geht der pH-Wert nach oben? Was habe ich für einen Sauerstoff? Das heißt, mit was würde ich das dann machen? Also die Energetisierung? Das ist die zweite Stufe, ist die Energie, wo wir schon gerade gesagt haben, im Sinne der Quantenphysik, der feinstofflichen Aufbereitung. Und der dritte ist der Wirbel. Ach so, okay, so das ist schon die dritte Stufe. Das zeige ich da dann oben, das Gerätel. Aber wie gesagt, so ist eigentlich mal die Vielfalt, was wir da gesammelt haben. Aber Reinigung, wie im Eishockey. Erstes Drittel Reinigung, zweites Drittel Energie, drittes Wirbel. Okay. Wiederbelebung, Sauerstoff. Leben bringen. Okay, also Erich, wir wissen jetzt die verschiedenen Stufen, die du uns gerade erklärt hast, die wir durchlaufen müssen, von der Osmose angefangen, Energetisierung und Verwirbelung. Ja. Was empfiehlst du jetzt deinen Kunden? Weil ich meine, von irgendwas musst du auch leben und letztlich willst du ja wahrscheinlich auch nur verkaufen, oder? Ja, verkaufen, das ist eine automatische Folge. Ich empfehle ihnen, keine halben Sachen zu machen, nicht Geld auszugeben, 400-500 Euro für irgendwelche Dinge, wo der Schaden oft größer ist als der Nutzen. Ich empfehle, und wir leben von totaler Transparenz. Ich glaube an die neue Zeit, heute kommt alles auf. Irgendwann musst du umziehen, wenn du irgendwelche Filter oder was verkaufst, wo dann sich herausstellt, es ist doch nicht der Wahrheit, letzter Schluss hast du ein Problem. Das ist meine Lebenserfahrung. Okay. Also, ich empfehle, das Wasser sauber zu filtern mit einer hochwertigen Umkehrosmoseanlage. Dann empfehle ich es zu energetisieren im Sinne eben dieser quantenphysikalischen Aufbereitung und dann wieder zu beleben, aber nicht einmal, zweimal, sondern wie es in der Natur ist, in einem längeren Prozess, 30 Sekunden bis 8 Minuten, je nachdem, wie man es halt dann braucht. Aber das ist die Wasserqualität und keine halben Sachen. Da habt ihr eine Anlage sozusagen erstellt? Richtig. Wir haben nochmal sagen, wovon ich lebe. Ich lebe nur von der Transparenz, von den Leuten, die kritisch sind, die es hinterfragen. Nicht, dass ich zu jemandem komme und sage, ja, ich überzeug dich jetzt, sondern Leute wie du, die einfach kritisch sind, die was tun wollen und die Transparenz wollen. Ich schicke sie weg, ich schicke sie ins Internet zum Vergleichen, weil dann geht es jedem gut, wenn er weiß, das Geld hat sich gelohnt und ich habe was, was wirklich Hand und Fuß hat, was es wert ist. So ist es. Okay, also das heißt, ihr habt jetzt eine Anlage erstellt. Genau, über diese ganzen Erfahrungen. Angucken. Man kann natürlich auch sagen, mit den Informationen, die du jetzt hier bereitgestellt hast, die kann man natürlich auch verwenden und natürlich auch andere Filter. Es gibt ja sehr, sehr viele Filter. Wenn man sagt, es gibt einen anderen Filter, der meinen Bedürfnissen trifft. Man kann oft aufrüsten. Es gibt ja viel vernünftige Filteranlagen. So ist es ja überhaupt nicht, Gott sei Dank. Und es ist auch richtig schön zu sagen, ich habe oft Leute, die sagen, das ist alles schlecht, ich kaufe eins bei dir. Und dann frage ich die, was habt ihr für Filteranlage? Dann sagen die mir das und das oder schicken mir ein Bild und sage, warum machst du? Brauchst du nicht wegschmeißen. Mach vielleicht eine Keimsperre dazu, mach ein Rücklaufventil oder du brauchst einen Alchimater, dann passt doch. Und das ist auch schön, das ist auch Reichtum. Lieber Erich, wie können jetzt meine Leute am einfachsten rausfinden, ob ihr Trinkwasser zu Hause in irgendeiner Art und Weise belastet ist? Lieber Andreas, jeder wird ja sagen, unser Wasser ist sowieso super und ist gut. Aber wir haben ja gesehen, das einfachste Mittel ist zu messen, wie viele Fremdstoffe sich im Wasser befinden. Okay. Und darum bekommst du für deinen Besuch und deine Kunden, deine Leser bekommen von uns geschenkt so einen Messgerät. Wow. Kostet bei Amazon 25 Euro.
Und dieses Messgerät wollen wir nur die Versandkostenpauschale haben, also was es uns kostet, aber ansonsten schenken wir euch das zusammen mit dieser Tabelle nach Wasson, wo du einfach dich orientieren kannst, wie viele Fremdstoffe sind drin im Wasser als ersten Anhaltspunkt. Es gibt natürlich viele Methoden, das Wasser zu messen, aber dadurch kommt eine gewisse Transparenz rein und dann kommen wir zum Nachdenken. Okay, das ist super, das sage ich vielen, vielen Dank. 400 Stück, das heißt, mitmachen lohnt sich auf jeden Fall, wenn man schnell ist auch. Und alle Informationen, die hinterlegen wir auf einer extra Seite, gibt es direkt hier unten einen Button, einfach draufklicken, dann kommt ihr direkt zu der Seite mit allen Infos. Vielen, vielen Dank dafür, das ist großartig und es ist wirklich eine tolle Möglichkeit, das schnell zu überprüfen. Ja. Und das, denke ich, vielen schon mitgeholfen. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne. Für die vielen tollen Informationen, die wir hier bekommen haben, in die Geräte, die du gemacht hast, die Einblicke, die Tests, die wir machen konnten. Das war wirklich sehr, sehr toll. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt an Erich Meidert, gerne als Kommentar direkt unter das Video drunter. Er wird sicherlich auch reingucken und da auch Fragen beantworten. Ihr könnt natürlich auch gerne hier anrufen. Sehr kompetent wird euch hier geholfen. Das finde ich sehr, sehr gut. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Euer Andreas von Grün und Gesund.de. Ciao. Und Servus.